Stiftung war im Test, Medikamente im Test, Bluthochdruck. Und ich bin angekommen im letzten Kapitel, dem roten Kapitel. Das Kapitel heißt Medikamente bewertet. Und der Abschnitt heißt Medikamente von A bis Z. Es gibt geeignete, mit Einschränkungen geeignete und wenig geeignete Medikamente. Die werden hier aufgeführt und dann geht es nach Medikamentengruppen weiter. Und die erste Gruppe sind die ACE-Hämmer. ACE-Hämmer, ACE ist die Abkürzung für Angiotensin-Converting Enzyme, das dazu beiträgt, die Blutgefäße stark zu verengen. Die ACE-Hämmer blockieren dieses Enzym, sodass sich die Adern erweitern und der Blutdruck sinkt. So, jetzt werden hier Medikamentennamen genannt. Das ist Benazepril, Captopril, Cilazapril, Quilazapril mit C, Enalapril, Fosinopril, Lisinopril, Perindopril, Quinapril, Ramipril, Trandrolapril, und die sind alle geeignet bei hohem Blutdruck. Die Angaben hier ergänzen den Beipackzettel. Die Wirkstoffe unterscheiden sich in ihrer Wirkstärke und Dauer. Sie sind bei hohem Blutdruck wirksam, insbesondere wenn gleichzeitig ein Diabetes oder eine Herzinsuffizienz vorliegt. ACE-Hämmer können dazu beitragen, dass sich die Funktion der Nieren auf Dauer nicht verschlechtert und dadurch Nierenschäden vorgebeugt wird. Wichtig zu wissen: Wenn Ihnen zu Beginn der Behandlung wegen des niedrigeren Blutdrucks häufiger schwindelig ist oder Sie sich müde fühlen, sollten Sie kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und keine Arbeiten ohne sicheren Halt verrichten. Alkohol kann die blutdrucksenkende Wirkung von ACE-Hämmern verstärken. Bei Menschen mit dunkler Hautfarbe kann der Effekt von ACE-Hämmern geringer ausfallen. Andere blutdrucksenkende Wirkstoffe sind dann sinnvoller. Sehr häufig, in Klammern bei 20 von 100 Behandelten, Klammer zu, verursachen ACE-Hämmer einen unangenehmen Reizhusten, bei Frauen häufiger als bei Männern. Wenn der Husten sehr störend wird, sollten Sie mit dem Arzt sprechen. ACE-Hämmer bewirken, dass der Kaliumgehalt im Blut ansteigt. Gemeinsam mit kaliumsparenden Diuretika, Sartanen, Aliskiren oder auch kaliumhaltigen Mineralstoffpräparaten kann es zu einer erhöhten Kaliumkonzentration im Blut kommen. Dies ist meist symptomlos. Anzeichen dafür können sein Empfindungsstörungen, Muskelschwäche sowie ein verlangsamter Herzschlag. Ein ähnlicher Effekt kann auch vorkommen, wenn Sie Cyclosporin, in Klammern bei Schuppenflechte und rheumatoide Arthritis sowie nach Organtransplantation, Trimetoprim, in Klammern bei Harnwegsinfektionen, einnehmen oder Heparine spritzen, in Klammern bei Thrombosegefahr. Bei 3 bis 5 von 1000 Behandelten kann das Unterhautgewebe anschwellen. Geschieht dies im Gesicht, an Lippen oder Zunge, drohen Atemnot und Erstickungsanfälle. Dann müssen Sie umgehend den Notarzt rufen, wenn eine derartige Reaktion bereits einmal aufgetreten ist, dürfen Sie keine ACE-Hämmer einnehmen. Also beim Anschwellen kann es zur Atemnot kommen, wenn das im Gesicht, an Lippen oder Zunge passiert. Die Mittel können in seltenen Fällen Leberschäden verursachen, treten Übelkeit, Erbrechen oder dunkel gefärbter Urin auf, und ist der Stuhl auffällig hell, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
Wenn sich die Haut gelb färbt, möglicherweise begleitet von starkem Juckreiz am ganzen Körper, müssen Sie sofort einen Arzt kontaktieren. Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sind möglich. Nichtsteroidale Antirheumatika, NSAR zum Beispiel, mit Wirkstoffen wie zum Beispiel Indometazin, Ibuprofen oder Diclofenac bei Schmerzen, Rheuma, schwächen die Wirkung von ACE-Hämmern. Wenn Sie solche Medikamente kontinuierlich einnehmen müssen, sollten Sie den Blutdruck häufiger als gewohnt kontrollieren. Bei Menschen mit Diabetes können ACE-Hämmer die blutzuckersenkende Wirkung von Insulin und Sulfonylharnstoffen verstärken, sodass eine Unterzuckerung entsteht. Sicherheitshalber sollten Sie die Blutzuckerwerte häufiger als sonst kontrollieren. ACE-Hämmer lassen die Blutspiegel von Lithium bei manisch-depressiven Störungen ansteigen, sodass dieses stärker giftig wirkt. Beide Mittel sollten Sie nicht gleichzeitig anwenden. Ist dies dennoch erforderlich, sollte der Arzt während der Behandlung die Lithiumspiegel im Blut kontrollieren. ACE-Hämmer sollten Sie nicht gleichzeitig mit Aldiskirin oder Sartanen einnehmen. Keinesfalls dürfen Sie ACE-Hämmer mit Aldiskirin kombinieren, wenn Sie Diabetes haben oder wenn Ihre Nierenfunktion gestört ist. Wenn Sie aufgrund einer Insektengiftallergie eine Desensibilisierungsbehandlung erhalten, sollten Sie sicherheitshalber die Einnahme von ACE-Hämmern währenddessen aussetzen, weil ansonsten das Risiko steigt, dass Sie auf das Allergen mit einer überschießenden Immunantwort reagieren, bis hin zum Kreislaufkollaps führen kann. Frauen sollten während der Einnahme von ACE-Hämmern ein sicheres Verhütungsmittel anwenden. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Kinder ab 6 Jahren oder ab einem Körpergewicht von 20 Kilo können mit Captopril behandelt werden. Für Enalapril gibt es begrenzte Erfahrungen für Kinder ab 6 Jahren. Lisinopril können Kinder ab 6 Jahren erhalten. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In Schwangerschaft und Stillzeit dürfen Sie keine ACE-Hämmer einnehmen. Wenn Sie in den ersten Wochen einer Schwangerschaft noch ACE-Hämmer eingenommen haben, sollte der Arzt Ihnen schnellstmöglich ein anderes blutdrucksenkendes Medikament verordnen, etwa Methyldopa. Für ältere Menschen, weil die Nierenfunktion in dieser Altersgruppe oft beeinträchtigt ist, sollte der Arzt ACE-Hämmer grundsätzlich niedrig dosieren und die Nierenwerte häufiger als sonst kontrollieren. So, es geht weiter mit ACE-Hämmer und Diuretikum, ACE-Hämmer und Calcium-Antagonist. Und dann kommt die nächste Wirkstoffgruppe, Aldiskiren. Das sind jeweils zwei neue Folgen.